Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Star's End. Star's End, ein Early Access Titel, der seit dem 15. Oktober 2019 auf Steam erhältlich ist, kostet momentan 16,99 € bei 15% Reduzierung, später dann 19,99 €. Das Ganze gab es, glaube ich, schon als Alpha, ich habe es schon gelesen in den Reviews, die tatsächlich größtenteils positiv ausfallen. Also sehr interessant, der Entwickler selber schreibt über das Spiel. Star's End ist ein Mehrspieler-Science-Fiction-Survival-Spiel, das mehrere Jahrhundert Jahre in der Zukunft in ein Sonnensystem spielt, das von Menschen besiedelt wurde, die ihre sterbenden Heimatplaneten verlassen mussten. Okay, das hört sich schon ganz interessant an. Wir haben prozedural generierte Planeten, Online-Mehrspieler, logischerweise handlungsbezogene Missionen, Erkundung, Survival, PvP, Gebietskontrolle, Fraktionskrieg, Abbau, Handwerk und Ressourcen, Bau von Planeten, Basen und Raumstationen, rasante Gefechte aus Ego- oder Third-Person-Perspektive, Cash-Shop mit Individualisierung, oh Gott, Raumschlachten im Mehrspieler- oder KI-Cruise, zufällige und oder prozedural generierte Ereignisse. Also es verspricht eine Menge und wie gesagt, das ist jetzt erstmal offiziell in der Early Access und ja, hat sich scheinbar schon ganz gut geschlagen. Leider sehe ich auch nicht viele Spieler, muss ich leider dazu sagen. Wir haben ein paar private Server, sehe ich hier. Wir haben chinesische, Großbritannien, Russisch, USA. Also ich sehe jetzt kein Deutsch. Wir können selber einen erstellen, sozusagen einen persönlichen Server. Finde ich ganz praktisch. Wollte aber gerne online ein bisschen gucken. Wir gehen einfach mal offiziell einen USA-Server drauf und schauen uns das Ganze an. Bitte warten. Ich muss das auf jeden Fall sehr viel leiser stellen. Weil es sehr, sehr laut war. So, wow. Das ist die maximale Grafikeinstellung. Name, Tim. Dosenkohl. Geschlecht gibt's männlich sowie weiblich. Weiblich gefällt mir fast wieder besser. Gesichtstyp. Oh, die Grafik ist aber Schrott. Aber das soll sich noch ändern. Das Ganze ist ja Early Access. Also was passen die ja dann an. Habe ich mal wie normal. Und keine Haare. Na, so wenig habe ich auch nicht, aber Haarfarbe, ja, ist klar. Gut, Charakter erstellen. Standort. Okay, Strecke auswählen. Du kommst auf einen Generationsschiff an und befindest dich auf einer Station am äußersten Rand des Star-End-Systems. Hier wirst du eine Reihe von Missionen abschließen, um mehr über das Spiel zu erfahren. Bekämpfe die Konkurrenz in einen Clankrieg, baue deine eigene Stadt in der Wildnis oder überlebe einfach nur. Durch Wahl dieses Modus wirst du in unserer Alpha-Region gespawnt. Clayton Shire auf Beta irgendwas da. Okay, wir werden erstmal den Prolog spielen, logischerweise, sonst weiß ich ja gar nicht, was abgeht. Aber es gibt schon eine größere Auswahl, das finde ich ja cool. Okay, Ego-Perspektive sieht schon ganz gut aus. So, bin ich jetzt geboren worden oder was? Hallo? Howdy, I'm a relocation officer here on Titan. Here to advise you on surviving the frontier. But I see you're still getting your bearings after stasis. Alrighty then, we'll keep your survival brief simple. The whole notion of private property is pretty lax in Star's End. So looting every bag, locker, and container you come across is what'll keep you alive. Simple enough? But you'd be wise to stay away from private houses. Ich soll Privathäuser fernbleiben und nicht beklauen, aber sonst kann ich eigentlich alles klauen. Sure is. As long as you're in civilized areas, looting is your best bet. It'll keep you above ground and kicking. We brought you here all the way from Earth, and you're a hefty investment, Greenhorn. So show me you know what you're doing. There are a few yellow lockers down there, and you'll find some stuff in there. It's my private stash. I'll yell out if you're at the right spot. Ja. Gelbe Schränke, hat er gesagt. Ach, guck mal hier. Da ist er schon sogar markiert. Oh, das sieht aber grafisch besser aus als der Anfang, wo ich den Charakter aussehen muss. Da habe ich schon ein bisschen Bammel gekriegt. Clayton Cola, Mehl, Trinkwasser. Was? Blumenhemd? Was soll ich denn damit? Ich
plünder alles hier. Na, natürlich ist alles leer. Credits. Was ist das schon, klauen? So, er hat mir aber nicht zugerufen. Ja, plündere Schränke und Behälter, um wertvolle Ausrüstung zu finden. Okay, ich soll einfach wie blöd hier rumklauen. Das ist ja witzig. Ist das ein Schrank hier? Nee, ne? Doch. Noch ein Trinkwasser. Er schreibt mich ja an, wenn ich safe bin. Die Dinger kann man nicht looten. Die Tasche geht auch. Ein Seesack. Was? Solarnudeln? Hören sich ja lecker an. Irgendwie Bock jetzt auf Solarnudeln. So, weiter geht's. Leichensäcke? Nein, das tun wir nicht plündern. Ist noch eine Kiste zu. Also da ein paar Leute die Reise scheinbar nicht überstanden, ne? Einfach alles looten. Fertig! Zugang zum globalen Beuteplatz. Ah, guck mal, das ist tatsächlich so. Globale Beute kann ich jetzt wegsortieren und dann... Ach, sowas finde ich immer geil in solchen Spielen. Also ein Universum ist wahrscheinlich schon ziemlich groß hier, ne? Oder so eine Galaxie, was auch immer das hier ist. Ein Kompass. Ich bin Leutnant Diesel. Meinst du, der will schon wieder mit mir reden? Ich gucke erstmal noch ein bisschen. Ich gewinne Hemd. Zweimal! Hey, dann gewinne ich ja zweimal. So, jetzt gehen wir nochmal zum Leutnant Diesel. Okay, wir haben Müdigkeit 96%, Hunger 96%, ich glaube Wasser 95%, Temperatur 0 Grad. Ich bin eingefroren. Da, bist du jetzt der Typ Diesel? Nö. Er will noch nicht. Wiege 5 Kilometer? Hab ja was zu tun. Da ist er doch, Mann. Blindfisch. Ich hab mich gewundert, der hieß ja nicht Diesel. Boots on, Cadet. You've been in that stasis bed ground for 25 Jahre. And you finally arrived at the butt end of the galaxy. Star's End. Es wird Zeit. Small fry like you are coyote pickings out here, so we'll see what we see. This resettlement campaign is gonna push you to your limit. It ain't civilized out here, Hayseed. Yeah, only chance in hell. Try? Guess you never saw that old movie with the rubber puppet. Tells you there is no try, only do. So go see Officer Joy and get outfitted for a spacesuit. Ja, Raumanzug holen, verstanden? Es wird mir bestimmt markiert besser. Wird da hinten sein. Nee, das ist immer noch wie 5-7 Kilometer weit weg. Aber das hat damit nichts zu tun. War er jetzt der Typ? Ich weiß, nee, da. Okay. Mein Gott, ich wollte mich gar nicht so doof anstellen, aber man wird hier erstmal reingepfeffert. Tarnation, child. You wander out into space dressed like that? Freeze your tail right off, boy. And we didn't ship your carcass 25 years to use it to chill our drinks. Oh, sind immer freundlich zu einem. Take these riggings here. You need to gear up before the captain sees you. Oh. Spacesuit hermetically sealed. Tutorial Helm dabei hinzugefügt. Drücke Tab. Also wir haben es direkt angezogen. Ich will aber, dass ich gewinne, Tim Hemd haben. Ich bin der Gewinnertyp. Offizier bin ich. Oh, jetzt puste ich hier so in den Anzug rein. Okay, das haben wir auch erledigt. So, ich gehe zur Brücke. Man muss ja genau hingucken. Titan Bridge. Okay. Drücke Left Shift, um die Bewegung zu beschleunigen. Ja, das kennen wir doch. Der Klassiker, mein Lieber. Der Klassiker. Aber erstmal kennen wir hier kein Eigentum. Noch ein, ich gewinne Hemd, kann man schon verkaufen für richtig viele Credits. Das Ganze ist ja ein MMO, ne? Auf einen sehr gut besuchten Server. Nein, ist er leider nicht. Drücke N, um Bildschirm switchen, wegpunkten, umzuschalten. Ah, danke für den Tipp, jetzt. Na, Vehikel will ich nicht. Oh. Welcome to KIP 3103, Star's End. A resource-rich system over 30 light-years from Earth.
It was founded in 2485 by Thomas Valley on a resource expedition mission. Irre, ey. Oh, ich bin sogar raus. Warning. Approaching zero G area. Von einer festen Oberfläche abstoßen. Springen. Okay, ich muss zur Brücke. Oh, darf ich hier dran? Der Automat scheint zu funktionieren. Knopf drücken. Eins benutzen. Okay, kriegst du halt Getränke. Wow. Aber das Pusten in den Hörer, also in den Dings, das nervt schon. Ist das hier die Brücke? Das ist nicht die Brücke. Da ist die Brücke. Nee. Die Tarnbridge. Ich will keine unnötige Konversation beginnen. Wir werden schon die Brücke finden. Repair Crew 1B. Please report to the bridge. Noch ein Kompass. Ich weiß gar nicht, wo ich das verkaufen kann. Aber wir müssen ja erstmal hier wegkommen. Plündere Schränke und Behälter, um wertvolle Ausrüstung zu finden. Das kennen wir schon, Spiel. Das mache ich ja auch die ganze Zeit. Erstmal klarkommen. Hau ab. Aber looten finde ich schon mal cool in solchen Spielen. Vor allem kannst du ja irgendwie alles looten. Aber wertvolle Gegenstände? Hm. Ich finde irgendwie gar nichts. Außer leere Spinde. Wow. Das hat sich richtig gelohnt. So, okay, weiter geht die Reise Richtung Brücke. Das ist alles so. Uah, ich hab gar nichts gedrückt. Okay, auf zur Brücke. Tee für die Marinier. Ah, ist heiß. So, fährt wieder runter. Von alleine. Ich klau nicht, ich darf das. Mir wurde das gesagt. Feuerzeug. Wasser, wir sehen ja schon nur 89%. Hätten sie vielleicht ein paar weniger Container. Wenn ich hier 10.000 leere Container durchsuche zum Start, das ist ja schon seltsam. Nochmal so Warnudeln. Boah. Schleuse. Okay, da ist der Captain. Soundkill ist cool. Well, Pilgrim, I guess you came here to get a chance at a new life, that it? Sure, there's new turf out here, but folks are pretty much the same as anywhere else. You'll be the dark horse, though, the red-headed stepchild, since you're from Earth. Folks are gonna miss you. Hä, sie müssen doch nicht wissen, dass sie von der Erde kommen. I'd rather see you dead. Kolonisten sind nicht willkommen? You got no idea, Hayseed, none at all. Ours is one of few generation ships to arrive at Star's End for a while. The whole Earth crisis and all. And they were in a wax, I can tell you, when we got here. Not at all happy to see new competitors. Star's End ain't what it once was. Nothing but wasteland out there now. But we gotta keep this resettlement campaign on track. What you came here for, Pilgrim? A future for yourself. Carve a homestead out of the virgin frontier, right? Ain't that the flack what sold you on this fool's errand? Well, I got news for you. They didn't send you here to prosper, no sir. They sent you here to survive the elements. And all the other shit that wants to kill you. Oh. Yeah. You proper scared Nein, now? Nicht. Before you wet yourself, let's get you off my bloody ship. Your best play is to get yourself over to Callus Space Station. Spitting distance off our starboard. So mosey on down to the hangar bay. If ferryman's sober, he'll haul you over. Hold up now. Once on Callus Station, hunt down an old arms trading gal named Miriam. Them spacer locals are not too hostile, so she might point you in the right direction. If she t-
takes a fancy to you. Blacks and green, fresh off the boat. So vamos on over to Beta Prairie. Okay, dann geht's wieder runter hier. Credits 500 hinzugefügt. Direkt erstmal eine Audienz mit dem Captain hier, ey. Kaufe die Kallusphäre. Ich denke nicht, dass ich selber fliegen darf schon. So, auf so bitte nach unten. Also das macht das schon einen guten Eindruck. Die Grafik ist ein bisschen altbackend, aber das Spiel hat auch schon lange auf dem Buckel. Aber dafür ist es auch wahrscheinlich sehr komplex, ne? Die Fähre. Aber Ausdauer habe ich nicht, ne? Wir können unendlich rennen. Bing bong, bing bong, bing bong. Ach, da waren wir vorhin schon. Ach, guck mal, jetzt noch was zu looten. Trinkwasser unbenutzter Gegenstand, okay. Credits. Gratis Credits. Wird auch wahrscheinlich 500 kosten, ne? Rohes Fleisch, Mehl. 95 Kilometer ist ja hier ein Katzensprung. Ach, hier ist mal was drin wenigstens. Ah, dieses Hungerpuste da. Oh, das Hemd. Bestimmt so wertlos. Okay, da muss ich bestimmt da oben die jetzt kaufen, den Transport. Sozusagen ein Ticket erwerben. Ich komme doch. Oh, bitte nicht so lange Dialoge. Obwohl ich das ganz cool finde, wird viel erklärt. Another hayseed for the grindstone, eh? I'll be pushing off to Calla Station once you get yourself settled, son. You got room for your friends, too, if they're looking to climb aboard. Push off is in 30 seconds. Was steht da? Ihren Pass verwenden. Ja? Also Mission erfolgreich. Bereit zum Einsteigen? Was? Another hayseed for the grind. Bereit machen zum Einsteigen, aber wo? Planet Kronk. Das sind ja Fähren, ich sehe sie ja, bin ich blind. Aber ich habe jetzt keinen Marker bekommen. Ich drücke jetzt sogar N. Eigentlich muss ich ja nur auf meinem blöden Heimatplaneten abgesetzt werden, ne? Und dann muss ich da überleben. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube, das wird einfach nur skippen. Ich muss nochmal mit den Quatschen, das stimmt was nicht. Geh an Bord der Orbitalfähre. Achso. Ja, welche denn? Sind alle für mich Orbitalfähren. Die hat aber eine Leiter. Die nicht. Da. Okay. The ferry network operates in accordance with mercantile law. Please behave accordingly until we arrive at our destination. Oh, das sieht aber gut aus. Initiating booster drive. Aber nicht schnell. Booster drive offline. Hätte ich ja laufen können. We will soon be arriving. Oh, da darf man nicht unterschätzen, ne? So eine Entfernung hier. Leider sehr nah dran, ne? Ich hätte das gerne ein bisschen weiter weg alles. Muss ich das lenken? Ne, das macht das schon alleine. Genau wo ich gedrückt habe, hat es gelenkt. Ich habe mich schon erschrocken. Tigon Orbitalstation. Ist jetzt wahrscheinlich rauer hier. Kein lieber Captain mehr. Der mir Credit schenkt. We have arrived. We hope you've enjoyed your ride with the Miriam, da ist er. Ferry Network.
Wie geht's, Junge? Wie behandelt ihr unseren netten kleinen Planeten? Was? Ein Leichtfuß wie du? Brauchst du eine Waffe oder sowas? Fiese Typen lauern hier. Ja, das ist ja nicht da, wo ich hin muss. Aber ist ja sehr dunkel, ne? Taschenlampe mit L. Ah ne, wir haben die Außenansicht entdeckt. Juhu. Nein, wie kommt man hier rein da? Ist ja dunkel. Tee, lassen wir mal sein. Hallo? Ich glaube eher, dass das unten ist. Dann geht's doch wieder raus. Blöd. Oh, das geht ja sogar. Wo bin ich gelandet? Jetzt bin ich hier runter. Miriam ist nicht mehr so weit weg. Miriam! Wie komme ich denn nie wieder raus? Da. Oh, Gott sei Dank. Winter, wo ist Miriam? Da. Dass man nur aus Geländer schwimmen kann. Unendliche Freiheiten, würde ich sagen. Aber wir sind hier gar nicht so falsch. War hier so groß, ne? Finde Miriam, neue Besiedlung. Es gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Aber wir laufen jetzt auf Miriam zu. Aber irgendwie müssen wir auf dem Planeten landen. Mit nichts in der Tasche. Ah, das ist schon eine Ausdauerbalken rechts, unten mittig, der gelbe. The Exchange. Du bist nicht die Miriam, ne? Ich weiß nicht, ob das immer nur eine Frau ist. So, Medical Facility. Alles gut, noch geht's zur Bombe. Hier ist die Miriam. My land, look at what the cat drug in. Nice and fresh you are. Wow, jetzt aber nötig, wa? Would really kill me to see such a pretty face go to waste. You know, I'd help you get off this station if you'd do me a solid. Yeah. Question it. Well, see, the shuttle ferries to Beta Prairie are real pricey. Not something a hayseed like you could afford. But there is another way. There's a scavenging operation I got involved in with the local militia. If you'll agree to help, I'll get you a short-haul ferry pass to get you off this station down to Tygon. Yes, that pretty green planet you must have noticed. Once there, my associates will direct you to an abandoned hangar. Weltraumfregatte reparieren. There you'll need to repair an old space. I'm sure you can, pretty face. Here's a short-haul ferry pass to get you to Tygon, on the house. Once on Tygon, speak to the Alderman there. You'll find him at a bar. Where else? That pans out. You're welcome to come by here anytime, Ducky, and buy this gal a drink. Das See klingt doch spooky. Das mit dem Date, meine ich. Teebeutel. So, was soll ich jetzt machen? Kauf die Tygon-Fähre. Du musst ja genau hingucken, sonst siehst du nicht, wo du hin musst. Medical bestimmt nicht Winter. Müsst du das beim Winter machen? Da. Purpase. Wartet. Kann man hier auch looten? Das wäre aber lustig. Nein. Shops, Shops, Shops. Überall Shops. Dass wir dafür extra zu einer anderen Station mussten, ist ja ein bisschen seltsam, oder?
Hätte man doch alles auf einer machen können. Ja, Garagen. Oder Wohnquartiere. Nicht mal leicht den richtigen Weg zu finden. So. Ey, rennen die durch die Station als Einziger, ne? Die anderen bewegen sich doch alle gar nicht. Eine Aufgabe direkt. Hallo, der Fährenmann. Was los? Darf sein. Rück die Credits raus oder dein. Oder ein Pass. Auf die. Weiß ich nicht. Ihren Pass verwenden. Habe ich noch einen? Reinmachen zum Einsteigen. Los geht's. Mich verarschen, oder? Soll ich jetzt in seine Hand einsteigen lassen? Er sagt, ich muss schon wieder woanders hinlatschen. Da, den hab ich nicht gesehen, die war so dunkel. Oh, da läuft doch einer. Zack. Und jetzt geht's auf den Planeten, wenn mich nicht alles täuscht. So grün wie der aussieht, ne? Oh, da unten ist sogar 97 Kilometer. Krass. Wir müssen erstmal hier durch diese Luftschleuse oder was auch immer. Unsere Karriere nimmt einen Lauf hier, ne? In diesem MMO. Gibt aber Gummi, wa? Initiating Booster. Sehen wir mal, wie schnell die Kilometer näher werden. Oh, das geht schon ein bisschen fixer. Hier neu spawnen. Interessant ist ja selber zu fliegen und selber Sachen zu entdecken. Oder sieht aber geil aus. We hope you've enjoyed your ride. Toll war das. Alter Mann. Ratsherrn Rack. Der alter Mann? Hell, another frigate from Jensen, with another piss poor pilot. Heh, been a while since I had to deal with so many greenhorns off a generation ship, but you're still a pain in my saddle bone. And let me guess, just like the rest of the shaved tails, you're trying to haul your ass over to Beta Prairie. Correct. Gotta help yourself, period. But then I guess you heard about the abandoned mercantile fighter hangar. She's a short trek through the jungle. Some dinged up old birds there. Maybe gets you over to Beta Prairie. Luck out and you might find some fuel and supplies. Such a survival nun. Decent trek through the jungle. Though might want to drop by the stables and get a mount to help get there. Hier besorgen. Stables are just outside the platform. Talk to Mrs. Canningham there. She'll set you up with a runner. Das sollte einfach sein. Oh. Right. Easy. Base is swarming with local nasties, and they're mean as hell, Shaved Tail. But here, take this shotgun, this ammo. Try not to shoot yourself. Skedaddle through the jungle. When you reach the hangar,
look for an automated tech droid. It'll help you out if it still works. Danke für die Schrotflinte. Juhu. Mister, ist er schon. Also nicht schon. Wie komme ich jetzt hier weg? Nicht, dass ich scharf darauf wäre. Frachtcontainer? Viel zu groß. Okay, dieses Pusten da, das kann man doch bestimmt deaktivieren, oder? Ist das auch auf dem Video? Stimme und so groß ja alles. Vielleicht, dass ihr das auch mal seht. Was ich hier eingestellt habe. Also, hoffe so hoch wie geht. Horizon Details, weitere Details, mittlere Details, also volle Pulle. Und hier geht's nur hoch. Oh, das sieht gar nicht so übel aus. Für so eine große Welt, ne? Mal gucken, das sieht aus, als ob wir hier in der offenen Welt kommen. Ist mal die Frage, da ist die Schrotflinte. Ist das eine elektrische? Ohne Munition? Nee. Ich hab eine Schrotze. So, ich laufe mal Richtung Mrs. Cunningham. Hol dir in den Ställen ein Reittier. Ist aber angefangen zu bauen und dann irgendwie... Oder alles kaputt schon wieder. Was zielen? Schon mal üben. Oh, außerirdische Pilze habt ihr gesehen. So, was ist Alex, das ist völlig in Ordnung. Ich will das ja gar nicht kritisch spielen. Ich will das ja eigentlich gerade genießen, weil es jetzt gerade, jetzt wird spannend. Es war ein bisschen sehr viel Rumgelatsche für nix und wieder nix gerade, ne? Aber dafür hast du wenigstens ein bisschen verstanden von der Story. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt tatsächlich hier eine Story. Du landest nicht einfach nur auf Planeten. Das ist, ich sehe aber keine Reittiere, Miss Cunningham. Howdy there, Vaquero. You coming from Alderman Wreck? Here to try your luck at the abandoned hangar? Guter Junge. I see you got a nice smoke pole there. Good boy. I hope that cannon will make its fair share of dead meat out of those nasties out there. Nibblers ate old Jimmy alive they did last month. Atta boy! How about I lend you an outrider? Help you get out there and put them bugs into the bone orchard. There. Your mount is at the yard. Emily, I call her. Nice, lively creature she is. Just leave her by the hangar entrance. She'll find her way back home. Godspeed to you, Jackaroo. Drücke F. Ein Pferd. Jetzt voll im Ernst. Fahrzeug. Howdy, Partner. Deswegen hat die auf den Körper gesprungen. Ist das da, wo ich hin soll? Der Hangar, wo die kaputten Flieger sind, die ich dann reparieren soll? Dann lass uns mal unser Glück versuchen in der offenen Welt. Nach 33 Minuten. Ach, wieder mal ein Hübscher. Aber ich habe ihn ja auch selber erstellt. Natürlich ist er hübsch. Sieht sehr detailliert aus, ne? Der Boden und die Pflanzen. Der Sound von dem Pferd ist noch überarbeitungswürdig. Wie gesagt, Early Access. Keine Problem. Also den Flieger hätte ich ja auch genommen. Aber ich soll ja einen Safe machen und dann zurückfliegen. Das ist bestimmt mein erster Flug. Oh, das wird spannend. Und er bläst die ganze Zeit in seinen Helm rein. Das sieht aber auf jeden Fall aus wie ein anderer Planet. Also detaillierter, als ich erwartet habe, als wir hier unten angekommen sind. Lässt er mich erstmal hier 10 Kilometer reiten, was? Kann ich nicht ein bisschen schneller? Schon rennen. Ah, sein Pony verloren. Vielleicht ein anderer Spieler. Oder es gibt wilde Pferde hier. Ganz zufälligerweise.
finde jetzt nicht raus, wie es schneller geht. Also kann sein, dass man schneller rein kann. Aber ich renne schon, mache Doppelklick drauf, mache Doppelklick auf W. Aber könnte wahrscheinlich dieselbe Steuerung wie ein Raumschiff sein und das weiß ich ja nur gar nicht. Deswegen brauchen wir auch so ewig lang. Hör! Bisschen Tee trinken. Druiden soll ich da finden. Okay, momentan, ich habe noch kein gegnerisches Lebewesen gesehen. Und hat sich gerade irgendwas bewegt. Aber für solche Spiele muss man sich ja auch Zeit nehmen. Es würde nicht umsonst positiv bewertet, tatsächlich. Ja. Mir gefällt aber die Welt, ehrlich. Auch wenn sie sehr grün ist. Wir werden ja bald alle zur Auswahl haben. Pferd macht, wird immer von allein langsam. Ich brauche nichts machen. Ich sehe aber die Ausdauer des Pferdes nicht. Stamina, ach, da oben. Na, das wird tatsächlich schon ein Rennen sein. Mitten im Nordwesten. Oh, ah, ich habe den großen Teil schon geschafft. Ist gleich da. Aber wir sollen ja was reparieren. Das heißt, wir brauchen Rohstoffe. Ich habe aber nur eine Schrotflinte. Aber da ist ja der Hangar. Okay. Das ist ja alles so eine Startquest, kann man ja sagen. Später wird es alles zufälliger, was du entdeckst. Und ich bin froh, wenn wir vom Pferd runter sind. Das Geräusch ist ja grausam. Druid. Los. Das ist ein Rock'n'Roll-Druid oder was? Oder ist es Kämpfen? Hallo Druide. Ich interagiere. 23. Critical. 1. System Failure. Pilot. Detected. 0. 0. Must assist with pickoff procedure. Scanning vehicles. Scanning vehicles. Ja, oh Gott. Ich soll was reparieren. Das habe ich schon verstanden. Man kann es ja nicht lesen. Du bist überschuldet. Ich kann nichts. Oh ja, komm, lass ihn mal hier. Wie geht das denn? Dauert aber lange. Das will ja nicht überschuldet sein. Wir essen mal was. Und wir trinken mal was. Was bist du? Medizinischer Verband? Da. Direkt 100. Bin ich noch überschuldet? Na gut, werden jetzt ein paar Items los, ne? Boah. Tim Dosenkohls Vehikel. Hab ich halt auch so doofe Namen. Hoffentlich lässt mich das Pferd noch überschuldet auf sich reiten. Pferd. Ich muss das ja auch in diesen hohen Eckchen hier stehen lassen. Ah, ja. Gift. Mehl. Ich weiß nicht. Bin ich leichter, wenn ich das schredder, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Nein. Wird keineswegs leichter. Unbenutzter Gegenstand. Den habe ich ja gefunden. Das ist bestimmt voll wichtig. Verband. Ein kleines Pflaster. Credits. Die werfe ich bestimmt nicht weg. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Leere Flasche. Ah. So. Können wir auch wieder rennen, aber ich glaube, Pony despawned. Das findet wirklich den Weg nach Hause. Ich würde mich doch nicht einfach da rumlaufen lassen, oder? Darf man? Oh, das hat weh.
Lotexturen. Irgendwie hat das Spiel vergessen, irgendwie Gegner zu spawnen, oder? Oder das spielt noch keine Rolle. Ich bin auch nicht den richtigen Weg gelaufen, bin mir ziemlich sicher. Schlafsack. Schlafen. Machen wir. Dauert ja nur 20 Sekunden. Das sieht doch gemütlich aus. Wahrscheinlich jetzt schön tiefe Nacht. Repariert das Raumschiff, schaltet die Zündung ein. Pass auf, die Welt ist voller Gefahren. Tingeling. So. Jetzt stehen aber eine Menge alte Klumpen. Ich wusste, dass ich mehr Ausdauer habe als ein Pferd. Leuchtet hier schon? Achso, ich habe mich einfach reingesetzt. Verstanden. Ist aber leider sehr dunkel, ne? Oh. Drücke H, um den Sitzplatz zu nehmen. Den will ich nicht. Ich muss ja reparieren. Bevor du in der Lage bist, dieses Schiff zu steuern, musst du es durch Hinzufügen der Fahrzeugteile reparieren. Sobald du im Inneren des Fahrzeugs bist, öffne das Inventar und drücke Tab. Das ist es. Antrieb. Hä? Antriebsmotor. Jetzt komm ich nicht mehr klar. Flugkontrolle, CPU. Ah, wird markiert. Einfach. Pariert, das war jetzt ja echt nicht schwer. Ich muss überladen, das kann doch nicht sein. Boah. G gedrückt halten. Ah. Treibstoff ausgegangen, das ist super laut, Mann. Aber Treibstoff haben wir ja hier, oder? Brennstoff. Wo kommt der denn hin? Vielleicht machen wir das so. Nein, das war falscher Knopf. H. Welcome. Vehicle is operational. All systems green. Okay. Leertaste hoch. Steuerung kennt man irgendwo her. Fliege nach Beta Prior. Was ist das denn? Da ist doch was. Aber verarschen die doch dann, oder? Oh, könnte ein bisschen mal dauern. Geschwindige 1000 km/h. Ah! Wo ist denn Reisegeschwindigkeit? Aber echt kompliziert gemacht, Mann. Hm.
Ach, ich muss einfach Maus verdrehen. Stand das irgendwo? Habe ich das übersehen? Sonst bekommen wir nichts aus der Atmosphäre. Also bei 6480 km/h müsste das ein bisschen schneller auf uns zukommen, ne? Schöner blauer Planet, viel schöner. Oh, wie lange dauert das denn mit der Atmosphäre? Ich bin ja da näher, ihr kennt ja gar nichts. Hauptsache die Musik ist ja nicht in. Rubbeli, rubbeli, ich komm doch näher, oder? Das sieht aus, wie ich näher komme. Von den Kilometern zahle nicht. Wird auch nicht schneller. C. Das ist doch schon ein bisschen schneller. Mach ich doch. Fliegen wir eine halbe Ewigkeit. Fliege um den Planet herum, Sichtkontakt mit Beta Prairie herzustellen, bevor du den Antriebsbooster aktivierst. Soll ich dann erstmal um den rumfliegen? Wir sind doch noch viel zu langsam. Zu sehen. Also man kommt ja näher. Schneller geht's aber nicht. Weil wir wahrscheinlich diesen falschen Treibstoff drin haben. Antriebsbooster hier. Ja. Ich komme selber drauf. Interessant. Das ist mal eine kleine Geschwindigkeitserhöhung. Kannst du gerade noch ein bisschen steuern? Ist noch ein bisschen schneller? Was ist das? Das dauert ja noch eine Ewigkeit. Die Gemini. Soll ich ja nur den Planeten anschauen oder ist das eine Basis? Redberry Beta Prairie nenne ich das mal. Boah, wenn aber überall Solar abgeht, gibt es schon bessere Schiffe. Ist er eigentlich schon unter unserem Planet? Ist das der da hinten? Warp-Geschwindigkeit. Muss ja um den Planeten fliegen erstmal, ey, krass. Nein. Halt so weit, was soll ich tun? Kannst du nicht bewegen, da kommen wir schon an.
Geräusch links. Nein, warum macht er das immer? Ausrichten, oh, das ist laut. Oh, ein kleiner Planet. Atmosphäre. So, heimliche Ladezeit. Ernsthaft? Hey, der kann doch bestimmt schneller fliegen. Hätte doch besser landen können, oder? Schöne Schiffe, ey. Schöner Planet ist es aber echt nicht, ne? Das sind überall Ruinen auf dem Boden. Ja, bis wir da sind, ey. Landung, nein. Echt schwierig. Ich bin ja noch langsamer. Ich muss doch ganz weit. Ich hab ja ein Ziel. Warte mal, müssen wir wieder in Perspektive? T. Nein. Jetzt? Was ist jetzt passiert? Falle ich jetzt runter? Zündung habe ich ausgemacht. Geh. Welcome. Vehicle is operational. All systems green. Ich komme, irgendwie werde ich nicht schneller. Ich glaube, man muss einfach Höhe gewinnen, ne? Man gewinnt in verschiedenen Höhen wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Ja, tatsächlich. Ich hätte einfach nur nochmal hochfliegen müssen. So ein bisschen wie bei No Man's Sky. Da bin ich eine Woche unterwegs. Das ist ja strikt geregelt hier, ne? Wer wo fliegen darf und wie schnell. Damit kommt auch die Größe echt zur Geltung. Rede mit Leutnant Shaw beim Raumhafen. Ja, da will ich erstmal ankommen. Wir machen ja 200 Meter die Sekunde hier. Obwohl da eigentlich... Ist das 6480 km/h? Oh. Verlassen die Atmosphäre. Was ist gar nicht so schlecht werden. Nein, nein, nein.
Ja, das war mein erster Flug. Ne? Oh Gott. Wie landet man? Aus so Sachen, die ich noch nicht kann. Und wo landet man? Bodengeschwindigkeit. Das ist auch so eine Raumstation, wie wir die vorhin schon hatten. Uah. Macht das für alleine? Nee. Wo? Relativ gut steuern. Ha. Also für das, was ich jetzt hier fabriziert habe. Mein erster Flug. Und wieder latschen. Ey, mein Schiff. Geil aussehen. Hep. Ich hätte mal ein bisschen näher landen sollen. Ich habe da so Probleme mit scheinbar. Kommen die denn angeflogen oder stehen die in der Luft? Warum? Aber es ist kinderleicht zu verstehen, was wir machen müssen. Auch wenn ich mich ein bisschen doof anstelle. Was ein langer Weg bis zu dir, ey. Well, that touchdown wasn't half bad, Greenhorn. I'll be appropriating this fighter craft now. One of our old birds. How'd you get her repaired? Anyway, thanks for getting her here. Through that doorway lie the wilds of Beta Prairie. I see you're not completely unarmed. But pea shooters never cut it for long. Try to earn some credits and upgrade your weaponry, all right? And see if you can make more friends. And cry? More like die. But hey, if you play it smart, Hayseed, you can strike it rich out there. More likely, you'll be meat for the bugs. Got something for you, though. Here's a land claim flag. Every colonist gets one. Once you find a good piece of land out there, place this claim flag, pointy end down. And kindness, regulations. Might hate your stinking carcass, but we're still supposed to give you some chance to survive out there. Oh, here's a compass. If that needs explaining. Muss mein Zug erreichen. Oh, der überfüllt uns doch. Neubesiedlung abgeschlossen. Das war jetzt das ganze Tutorial. Und jetzt kannst du loslegen, oder was? Wir haben kein wirkliches Ziel mehr, ne? Sogar der Typ, nee, der ist noch da. Mülltonne. Okay, hier ist ein Fenster. Da kommen die. Also hier kannst du jetzt erstmal. Im Outer Rim. Das sind immer die Händler, die sehen immer gleich aus. Trinkenhändler. Typen. Ich will mit keinem quatschen. Ich glaube, du kannst mit jedem quatschen hier. Nervig nicht, Frischling. Warum wollen die wissen, dass ich ein Erdling bin? Außer wenn ich einen Strohwind auf dem Rücken. Der scheint Trinken zu verkaufen. Könnte Ausrüstung gebrauchen. Vehikel. Wir können es direkt im Vehikel. Habe ich ein Vehikel? Eigentum, Clan, Arsenal herstellen. Ne? Oh. Das ist ja hier noch ein riesen Aspekt, den wir noch gar nicht gesehen haben. Aber erstmal muss ich hier draußen ein bisschen überleben, würde ich sagen. Da fliegt einer rum. Spieler? Ups, falsch. Nimm mich einer an der Hand. Dann erkunden wir mal die Außenwelt. Du hast ja gesagt, ich habe so eine Flagge bekommen.
Anspruch, da. Dass du dir was claimen kannst. Aber man kann ja auch andere Planeten bereisen, oder? Aber dafür musst du ja erstmal bauen wahrscheinlich. Ich will ja auch nicht hier runterhüpfen. Man weiß nicht, wo man langlaufen soll. Oh, ich glaube, da kam ein Spieler. Ja, bin ich aber echt gut gegen gelandet, wa? Das könnte man sich den ganzen Tag angucken, ne? Wenn die Spieler kommen. Nichts, wenn ich gleich für dich überladen bin. Schrotthaufen, guck mal. Das ist wirklich nicht tief. Das sind so Ruinen. Ich will mir das angucken, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ob das wirklich gerade ein Spieler war, der gelandet ist? So richtig gut? Ah, da bin ich nicht stolz auf mich. Aber hier runterfall bin ich doch hinüber. Warum? Ich war das nicht. Das sieht aus, als ob ein Spieler kommt. Oder einer abhebt. Aber an den Schiffen darf ich nicht dran, ne? Komm. Auf eigenen Füßen stehen, keine Ahnung mehr. Warum sollte auch hier hinten der Ausgang sein? Windkraft. Das ist wahrscheinlich. Ja, das ist noch im Arsch. Warum? Ja, gut, das war ein Tutorial-Fahrzeug. Ist klar, dass ich das nicht behalten darf. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, ne? So, jetzt finde mal hier einen Ausgang. Über diesen seltsamen Hangar hier vielleicht? Ich geh da nur nach oben, ich werde nicht nach oben. Und Aufgaben finden. Deswegen müsste ich jetzt viel mehr umquatschen. Ein Beuteplatz. Vielleicht da oben ein Aufzug nach unten, was ich seltsam finden würde. Das war gemein. Ferry Rover in Englisch. Zeig mir deine Routen. Achso, der ist wieder. Zur Orbitalstation. Okay. Weil ich will ja jetzt nicht runterspringen. Aber diese augenscheinlich kein Weg runter. Aber ich will. Einmal ballern wenigstens. Das soll ein Test vom Video sein. Ah, guck mal, eine riesige Rampe, Tim. Eine riesige, aber warum denn so weit? Boah, sind, guck mal, kommen alle in eine Schlange da geflogen. Oh. Das konnte man von oben bestimmt sehen, aber das hat man noch gar nicht drauf geachtet. Ich hätte wenigstens sagen können. Pff, so. Ein Reittier oder so gab es ja jetzt nicht. Ja, jetzt muss er alles verdienen.
Ist das so ein Spieler? Wird mir das hier angezeigt werden? Auch bis jetzt haben wir mit unserer Survival-Erfahrung ganz gut durchgeschlagen. So ein riesen Schiff da hinten. Wasser essen ist noch gut. Es hat eine Menge Latscherei hier, ne? Wenn du noch ganz neu am Start bist. Kannst bestimmt teure Rohstoffe bauen und verkaufen gehen. So, wilde Tierwelt. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Auch hier sieht die Umgebung cool aus. Auf jeden Fall schöner als der grüne Planet. Oh, diese... im Hintergrund, was soll denn das? So, wie sieht es jetzt aus mit Loot? Ich hab Fiber gefunden. Woodsticks. Sehr cool. Was dauert das relativ lang hier, ne? Altmetall. So, jetzt geht's hier um die Wurst. Ich hätte schon einer was sich geclaimt. Sieht so ganz so aus, ne? Erst bist du irgendwie voll der Pilot und dann bist du ein Bauer hier unten auf dem Boden oder was? Reaktor Facility, okay. Ich hab meine ganze Ausrüstung wieder weg. Nicht im Clan. Sind irgendwelche Spieler gebunkert hier? Ja, das sind wahrscheinlich diese Claims, ne? Schon an der Station. Auch nicht, was passiert hier. Ja, ich will auch mal was bauen. Ne? Hier Kommission herstellen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten. Holzhütte. Holzbrett, Metallstange, Nägel, Holz, Scheit. Hier so ein Turm. Werkbank erforderlich. Kostet Holzbrett. Oh Mann. Holzscheit. Oh, lange Session Video, ey. Na, ist der Loot? Natürlich nicht. Das ist ein Mauszeiger. Will ich nicht. Und er denn, was soll das? Das ist Boxen. So schnell baust du wahrscheinlich kein Holzhaus. Mal ein bisschen was pflücken machen hier. Gebiet in Anspruch nehmen. Kümmel kann man von meisten Buschpflanzen sammeln. Und die Finger. Na. So, jetzt habe ich hier... Nee, hier darf ich nicht. Oh, eine Ressource. Das nervt schon, ne, oder? Alter, der packt da einfach so im Kaktus rein. You must join. Mann, so schnell kann ich das doch nicht lesen. You must join or create a clan. Hä? Clan. 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Clan. Timmys. Clan? Auf Englisch? Geht nicht. Soll ich denn alleine im Clan sein? Das ist so Blödsinn. Das Spieler gehört, oder? Ah, irgendwo muss ein Bug sein, dass es keine Gegner gibt.
Dann findest du jetzt wirklich so Grundressourcen wie Metallschrott, ne? Holz und fängst wirklich ganz klein an als Bauer. Und dann kannst du dich hier aufarbeiten. Achso, eine Landekapsel ist das. Und die einmal geschossen bis jetzt. Claim. Kraftzelle nicht gefunden. Da ist ja noch viel mehr. Gut, andere haben es ja auch geschafft. Ne? Dann muss das ja bei mir auch klappen. Aber hier sind überall diese Claim-Blöcke. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz man dazwischen braucht. You must join or create a clan. Ja, ich muss ja entweder den Clan beitreten oder einen kreieren. Aber er macht's ja nicht. Erstellen. Die Popos. 1, 2. Die Löffel. Sind wir Enter? Er stellt mir leider keinen Clan. Wahrscheinlich irgendwie. Weiß ich auch nicht. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus, doch. Das würde ich ja jetzt gerne bauen, ne? Vielleicht bin ich ja noch in einem geklemmten Gebiet, deswegen. Auch warum soll ich denn keinen Clan erstellen können? Da ist eine Hütte schon. Clan. Die Würste. Soll ich mal eine ohne Ü oder so versuchen? WSA Space Center, WSA. Das geht nicht. Ich kann ja keinen Clan machen. Ich muss nicht mehr aus dem Clan-Fenster raus. Also es gibt halt Unmengen an Herzstellen und dann kannst du es verkaufen und dann kannst du Abenteuer erleben hier. Schade. Kann ich bauen. Er sagt mir ja, wenn ich sie jetzt setzen will. Dass ich einen Clan muss. Vielleicht hilft er auch nur ein Vlog. Aber ich würde an der Stelle das Spiel als vorgestellt sehen. Man hat zwar jetzt nicht viel gebaut, aber wir haben auch ein paar Hütten von den Spielern gesehen. Es ist relativ ruhig auf den Servern. Und wir haben jetzt eine schöne große Open World, wo wir tatsächlich ja auch noch andere Planeten bereisen können. Ne? Wir haben noch Aufgaben, die wir uns besorgen können. Herstellen müssen wir mal schauen. Fahrzeuge. Spinnerrumpf. Ja, du kannst ja auf den Plattformen reparieren. Kostet wahrscheinlich richtig viel. Dass du dann hier durch die Gegend eiern kannst, ne? Missing Text, ein Sattel. Kleidung. Ja, komm, wir gucken mal aber alles durch und dann machen wir Feierabend. Eier. Interessante Sachen. Waffen. Ein Gebäude, so viel ist es gar nicht, ne? Müssen ein paar Bretter machen und ein doofes Ding hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Test oder bis dann.